Hallo Leute, heute geht es um Big Data. Was sind Big Data? Sind das drei Festplatten übereinander? Nein, das sind keine drei Festplatten übereinander, sondern da geht es um richtig große Datenmengen. Ja, also Big Data, wie kann man sich das vorstellen? Und zwar nehme ich hier mal ein Beispiel, das habe ich in einem Buch gelesen, ich habe euch den Link drunter, könnt ihr mal trotzdem lesen, das Buch. Und zwar geht es um so einen Supermarkt. Also das ist jetzt hier B2C-Bereich, also Business to Customer oder Consumer. Es geht hier um einen Supermarkt. Also, dieser Supermarkt verkauft also Produkte von alles. Ja, ich schreibe es mal hin, der heißt Target, heißt der, ein amerikanischer Supermarkt. Und der hat sich damit beschäftigt, dass ja, ein Mensch ändert seine Kaufgewohnheiten relativ selten. Aber es gibt manche bestimmte Sachen, bestimmte Zeitpunkte, wo ein Mensch sein Kaufverhalten ändert. Das ist passiert einmal, wenn man schwanger ist. Also wenn die Frau schwanger ist und ein Kind erwartet, dann ändert es ein Kaufverhalten. Und jetzt ist natürlich blöd, die Frau zu fragen, hey, bist du schwanger? Macht man ja nicht so gerne. Und deswegen hat man jetzt versucht, über viele Daten, Big Data, herauszufinden, wann eine Frau, hat man die ganzen Daten gehabt über so eine Kundenkarte, kennt ihr ja, gibt es überall beim Edeka, beim Penny, beim Netto, überall gibt es ja diese Karten da, Payback oder Deutschlandkarte, wie bei uns heißen, und ja, da hat man das Ganze analysiert und irgendwann ist dieser Supermarkt dann mal drauf gekommen, dass es irgendein bestimmtes Muster gibt, wie kauft eine Frau ein, wenn sie schwanger ist. Und das hat man herausgefunden und dann hat man sozusagen gesagt, okay, diese Frau ist jetzt schwanger und genau zu dieser Frau, die Adressdaten hat man ja gehabt, hat man dann spezielle Angebote, spezielle Dinge geschickt, die nur eine Schwangere braucht, was weiß ich, billige Windeln, 50% auf alle Windeln und so weiter. Und hat dann die quasi in den Supermarkt gelotst und hat somit einen treuen Kunden geschaffen, weil in der Schwangerschaft ändern sie das Kaufverhalten. Warum das so ist, fragt mich nicht, soll anscheinend so sein. Wie gesagt, das war jetzt das Beispiel mit dem Supermarkt. Und ja, aus diesen gigantischen Daten hat man das dann ja irgendwie so rausgefunden. Und ja, jetzt wieder zurück zur Industrie. Wie kann man sich das bei der Industrie vorstellen, also dass es hier was bringt? Wenn man jetzt hier so eine Fertigungsstraße hat, hier so ein Förderband, hier die Anlage, da kommt irgendwas rein, da kommt irgendwas raus. Und da hat man jetzt dritte industrielle Revolution, hat man eine Automatisierung gehabt, die ganzen Sensoren und alles. Also hier Sensoren, die haben ja schon immer Daten aufgefasst, aber die haben nur die Daten gebraucht, um hier das Teil hier richtig die Aktoren anzusteuern, also die ganzen Zylindermotoren und so weiter, dass das fertige Produkt hier hinten dann, was weiß ich, hier so mit einer Schleife dann rauskommt. Ja, aber jetzt wird es durch die Industrie 4.0, wird das jetzt, wie du sagst, das sind Visionen, ob man es dann so umsetzt, weiß ich auch nicht. Soll es jetzt dieser Ansatz so sein, dass diese ganzen Daten genommen werden, die der Sensor mit bekommt bei dem jeweiligen Ding und bekommt dann bei jedem produzierten Stück Daten und dann werden diese Daten irgendwie ausgewertet über statistische Verfahren und so weiter, weiß ich auch nicht, wie das genau funktioniert und dann soll hier irgendwelche Rückschlüsse bezogen werden auf irgendwelche möglichen Optimierungsmaßnahmen. Vielleicht wenn irgendwelche Teile ausfallen, wenn Werkzeuge immer kaputt gehen, warum das dann so ist. Das soll jetzt hier über dieses Big Data dann neue Methoden herausgefunden werden. Wie gesagt, da über Big Data kann man auch im Werkzeugbau Hypothesen aufstellen und die dann neu erforschen. Also da kommt man auf ganz neue Ansätze mit diesem Big Data. Ja, Ansatz. Ja Leute, wie schon gesagt, ist ein kniffliges Thema. Hoffe, ich habe es hier einigermaßen rübergebracht, sodass ihr es einigermaßen verstanden habt. Wie gesagt, mir geht es hier eigentlich nur um den groben Zusammenhang, dass ihr wisst, um wie es funktioniert.
Und ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde mich hier so über einen Daumen hoch freuen. Kommentiert fleißig drunter, was ist eure Meinung zum Blick at Big Data. Und ja, vielleicht wisst ihr irgendwie coole Home-Seiten oder sonst etwas, postet es einfach drunter. Ja, gut, das war schon wieder an dieser Seite, von dieser Stelle. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten wünscht euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.